Hey Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Ne? Ich glaube, das kann ich schon sagen. Es ist inzwischen 2:45 und ich dachte mir, ich kann ja eigentlich schon den neuen Vlog starten. Das hier ist Vlog Nummer 9. Ich werde euch wie immer hier oben beim i das Infovideo verlinken. So, es ist ziemlich spät schon. Für mich jetzt so. Ich glaube, ich bin heute Morgen um 7 oder so aufgestanden. Also es werden bald 24 Stunden. Und das Video ist immer noch am Rendern. Oh, es braucht nur noch eine Minute. Ich habe auch schon das Thumbnail. Endlich, ey, ich mitten in der Nacht und ich habe es rausbekommen, dieses komische Wort. Das Thumbnail habe ich schon erstellt und das muss ich nur noch kurz auf YouTube hochladen, die Infobox füllen und dann ab ins Bett. Ich freue mich so mega doll, dass ich morgen ausschlafen kann, weil ich ja das gewartet habe, die halbe Stunde oder so, bis oder 40 Minuten, bis es gerendert hat, weil da muss ich morgen mich nicht aus dem Bett quälen und. Ich versuche zwar trotzdem morgen spätestens um 10 aufzustehen und dann noch ein bisschen produktiv zu sein, aber mal gucken. Ich wollte ja auch kochen helfen und irgendwie habe ich nur den Käse gerieben gestern. Könnt ihr unbedingt den Vlog anschauen, also wenn ihr wollt. Verlinke ich euch am Ende und auch unten in der Box. Oh, warte, ich muss euch zeigen. Das bedeutet, er ist fertig. Dann mache ich mich mal schnell dran, den auf YouTube hochzuladen und das Thumbnail und dann auf geht's. So, ihr Lieben, nochmal einen guten Morgen. Ich habe jetzt geschlafen. Es ist 8:30. Also immer noch nicht so mega spät. Also immer noch nicht so lange geschlafen. Ja. Bin jetzt aufgewacht. Habe mich wecken lassen von meinem Handy und vom Wecker. Ich bin immer noch so müde. Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich schlafe noch mal eine Runde. Ja. Oder ich schaue noch eine Runde hier auf meinem Handy, dass ich nur noch eine Runde chill. Mal gucken. So, zum dritten Mal. Guten Morgen. Es ist inzwischen 9:45. Ich bin noch im Bett und ich werde jetzt aufstehen und frühstücken und. That's it. Ich weiß nicht direkt, was ich heute mache. Vielleicht mache ich nochmal Social Media Tag. Der letzte war, glaube ich, erst Mittwoch, oder? Oh je. Ja, ich weiß noch nicht. Oder ich fahre zu den Pferden. Oder. Außerdem muss ich noch ein Tauschpaket fertig machen. Und da könnte ich mir halt auch mal Zeit für nehmen. Yay. So, meine Lieben. Es ist inzwischen 10:45. Ich saß jetzt an meinem Handy und habe ein bisschen mit euch auf Instagram geschrieben. Und ich glaube, ich habe es gestern schon gesagt im Vlog, dass ihr ein Fragen- und Antworten-Video wieder wolltet. Und das Instagram-Bild dazu habe ich jetzt gerade, beziehungsweise vor einer halben Stunde bis Stunde hochgeladen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, das würde mich sehr freuen und eure Fragen stellen, genauso wie ihr sie auch hier unten in die Kommentare stellen könnt. Ja, das könnt ihr machen. Und das Video wird es dann voraussichtlich am Wochenende vom 13. geben. Da ich da nicht im Lande bin, da bin ich im Skiurlaub und da dachte ich mir, das Video könnte ziemlich gut sein. Das kann ich ja dann einfach vorproduzieren und das wäre ziemlich nice, wenn ihr mich da unterstützen würdet. Und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe es wieder vergessen. So, mir ist zwar nicht eingefallen, was ich gerade eben sagen wollte, aber ich habe noch ganz wichtige Infos für euch. Die werde ich auch nochmal unten in die Infobox schreiben. Aber ich habe ein paar Neuheiten für 2017. Erstens habt ihr ja in einem meiner Vlogs gesehen, dass ich ein Intro erstellt habe. Das wird jetzt dann vor meinen Hauptvideos immer kommen. Also vor den Vlogs lasse ich jetzt noch, aber vor meinen Hauptvideos wird es jetzt dann immer kommen. Ich hoffe, es gefällt euch. By the way, kann ich es euch ja mal einblenden. Und ja, also hier ist mein Handy nur so, weil ich schon drauf. Es wird weiterhin Mittwoch und Samstag Video online kommen. Allerdings habe ich die Videozeiten geändert, da um 18 Uhr irgendwie nicht immer so viel los ist. Und ich mir dachte, das schaffe ich ja schon früher, weil ich meistens sowieso das Video am Tag vorher fertig mache, weil ich es ja nicht mehr schaffe. Mittwoch wird es jetzt immer um 14 Uhr kommen und Samstag war es genau um 10 Uhr. Also ich hoffe, ihr freut euch. Und ich habe so eine neue Regelung, also die will ich einhalten, dass Mittwoch immer ein Video kommt von den Pferden im Stall und so. Also zu den Pferden, was ich mit den Pferden drehe und so. Ja, meist
I Follow Me Around oder sowas in der Art. Und Samstag dann solche Videos, die ich halt informieren, Produktplatzierungen, Comedy-Videos und so weiter und so fort. Also vielleicht die Comedy-Videos auch teilweise Mittwoch, weil ja die Pferde da auch drin vorkommen. Aber ja, das wollte ich eigentlich so machen, so damit ich eine gesunde Mischung in meinen Kanal bekomme. So, kleines Update, es ist inzwischen 10:45 und ich sitze immer noch hier. Voll cool, dass ihr mir so viele Fragen stellt. Ich werde die auf jeden Fall alle beantworten. Und es wird wahrscheinlich noch ein kleines Extra zu dem Video geben. Zwar dann wann anders wahrscheinlich. Aber es kamen ziemlich viele Fragen zwecks meinem Reitergeschichte. Wie sich das halt alles entwickelt hat. Und da es echt viele Fragen sind, denke ich, dass ich die alle zusammenfassen werde. Und daraus dann meine Reitergeschichte-Video mache. Das wollte ich ja sowieso schon machen, beim letzten Q&A habe ich das ja schon gefragt. Und das wolltet ihr alle und deswegen denke ich mal, vielleicht habe ich heute Zeit und Lust und mache das. Und kann es dann schneiden und ich habe mir das so vorgenommen, auch mit so Voice-Over und so. Also es wird eine bisschen aufwendigere Geschichte und deswegen frühstücke ich jetzt erstmal und stärke mich für den... Hey ihr Lieben, es ist inzwischen 10:45. Außer Frühstück ist jetzt ein Frühstück mit Spaghetti Carbonara von gestern geworden. Dann habe ich ungefähr eine halbe Stunde mit meiner Mama gerascht, bis sie dann entschlossen hat, dass wir jetzt Mittag essen. Und dann habe ich nochmal Spaghetti Carbonara gegessen, weil wir so viel hatten. Aber inzwischen ist aus. Ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Tagen jetzt 3 oder 4 Teller Spaghetti Carbonara mit einem großen Haufen drauf gegessen. Ich sollte nicht mehr so viel essen. Ich fühle mich so richtig fertig. So richtig. Mein Bauch spannt richtig. Das ist irgendwie nicht gut, wenn man zu viel isst. Ja. Jetzt habe ich auch gar nichts mehr zu sagen. Ich bin irgendwie wieder todmüde. Ihr habt ja mitbekommen, meine strenge Nacht. 4 Stunden war jetzt nicht so das meiste, wobei ich auch schon weniger hatte, aber ich schaue jetzt ein bisschen Heartland und lege mich aufs Sofa. Und ich werde auf jeden Fall heute noch ein Video drehen. Das nehme ich mir ganz feste vor. Das steht ganz oben auf der To-Do-Liste. Mal schauen, was es wird. Ich habe jetzt ein paar Bilder-Albums geholt. Genau so heißt es. Denn ich habe ja vorhin gesagt, dass ich eine Reiter-Story machen will. Oder so eine Reitergeschichte halt. Und ich muss erst noch Bilder suchen. Hey ihr Lieben, die Zeit ist wahnsinnig schnell vergangen. Wir haben jetzt gleich 4 Uhr. Ich habe diese alle durchgeschaut und habe Bilder rausgesucht und sie abfotografiert für meine Reitergeschichte. Das war echt mega viel Arbeit irgendwie. Ich dachte, ja, vielleicht eine halbe Stunde, Stunde, aber irgendwie habe ich ewig gesucht, dann nach Bildern und so. Manchmal waren dann welche da, manchmal nicht. Und dann habe ich mir noch alles aufgeschrieben, wann es war, in welchem Jahr, so ungefähr. Also ich weiß nicht mehr alles hundertprozentig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich zuerst mache, ob ich jetzt ein anderes Video schneide oder ob ich jetzt, wo ich auch noch einigermaßen alles im Kopf habe, mich fertig mache und nach oben gehe und da dann mein Reitergeschichten-Video drehe. Mal schauen. Hey ihr Lieben, mir wurde gerade geschrieben, beziehungsweise war das überhaupt gerade, ich schau mal kurz, wann das war. Okay, das war 3:30, wir haben jetzt kurz nach 4, dass ich meine 400 Abonnenten auf YouTube erreicht habe. Das ist ja mal mega. Ich werde jetzt dann gleich mal nachschauen, ob das tatsächlich stimmt. Aber ich denke nicht, dass sie mich verarscht. Ja, boah, ich freue mich gerade mega und jetzt schaue ich ganz fix nach. Ah, wie cool ist das denn? Ich habe 402 Abonnenten. Oh, danke, 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 danke. Ich freue mich gerade mega. Also es ist wirklich gerade real life. Ich könnte echt hochspringen und ich könnte so abdancen, weil ich mich so freue. Also danke an euch alle, dass ihr alle da seid und dass ihr mich abonniert habt und so und dass ihr meine Videos schaut. Ohne euch wird es das hier alles nicht geben und ich freue mich so und ich werde mir was überlegen, ne? Womit ich euch überraschen kann und ja, was ich euch zurückgeben kann. So, ich bin immer noch baff und jetzt denke ich mal, muss ich mich wirklich fertig machen, ne? Es ist 4:15. Ich lasse das jetzt einfach mal hier liegen und gehe ins Bad und mache mich fertig. Ich weiß noch gar nicht, welche Frisur ich heute mache. Und ja,
Währenddessen werde ich einen Film anschauen, beziehungsweise eher ein Video, ein YouTube-Video von einem anderen Pferde-YouTuber. Ihr Lieben, ich bin gerade fertig geworden mit dem Filmen von dem Reitergeschichten-Video. Das war ein bisschen komisch, weil ich glaube, ich habe die eine Szene, glaube ich, fünfmal angefangen oder so, weil ich so viel zu erzählen hatte und ich einfach nicht alles unter einen Hut gebracht habe. Und ja, jetzt bin ich jedenfalls fertig, dann kann ich die gleich rüberladen und ich überlege noch, ob ich ein zweites Video drehen soll. Bin mir da aber noch nicht so ganz sicher, über welches. Einerseits will ich zwar schon das Q&A gerne drehen, damit ich das auch gleich schneiden kann. Andererseits, das Bild ist erst seit heute Vormittag online und deswegen würde ich euch gerne ein bisschen mehr Zeit lassen, mehr Fragen zu stellen, obwohl es schon jetzt so mega viele sind. Dankeschön. So, hey ihr Lieben, es ist inzwischen 6:30. Ja, 6:15, 6:30, sowas rum. Ich habe jetzt das Video noch nicht geschnitten, weil ich ja dann noch ein bisschen Zeit habe. Morgen werde ich dann wieder reiten gehen. 9:30 ist Treffen, ne? Ich habe gerade eben noch Hardline angeschaut, um ein bisschen auszuruhen. Ich möchte heute ja nicht früh ins Bett gehen. Möchte, die Betonung liegt auf dem Möchte. Mal schauen, wie wir das wieder schaffen. Und eigentlich wollte ich auch, weil wir haben ja so Leonardi-Ritt, die Bilder jetzt rüberladen. Beziehungsweise konvertieren, dass sie keine Tonspur mehr haben. Aber es ist mir das Programm zweimal abgestürzt und ich hoffe, jetzt funktioniert es wenigstens noch, den Vlog zu schneiden. Wie oft zeige ich eigentlich in diesen Vlogs, dass ich hoffe, dass es mein Video schneiden kann und dass es online kommt? Merkt ihr das? Das ist verrückt, das macht mich echt verrückt. Ich denke mir jeder. Ja. Ich werde das jetzt, denke ich, mal nochmal probieren, ob die konvertieren. Beziehungsweise. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht gehe ich jetzt auch erstmal runter und esse was, weil ich habe schon wieder Hunger. Das ist schlimm. So, hey ihr Lieben, es ist inzwischen 6:30. Ja, 6:15, 6:30, sowas rum. Ich habe jetzt das Video noch nicht geschnitten, weil ich ja dann noch ein bisschen Zeit habe. Morgen werde ich dann wieder reiten gehen. 9:30 ist Treffen, ne? Ich habe gerade eben noch Hardline angeschaut, um ein bisschen auszuruhen. Ich möchte heute ja nicht früh ins Bett gehen. Möchte, die Betonung liegt auf dem Möchte. Mal schauen, wie wir das wieder schaffen. Und eigentlich wollte ich auch, weil wir haben ja so Leonardi-Ritt, die Bilder jetzt rüberladen. Beziehungsweise konvertieren, dass sie keine Tonspur mehr haben. Aber es ist mir das Programm zweimal abgestürzt und ich hoffe, jetzt funktioniert es wenigstens noch, den Vlog zu schneiden. Wie oft zeige ich eigentlich in diesen Vlogs, dass ich hoffe, dass es mein Video schneiden kann und dass es online kommt? Merkt ihr das? Das ist verrückt, das macht mich echt verrückt. Ich denke mir jeder. Ja. Ich werde das jetzt, denke ich, mal nochmal probieren, ob die konvertieren. Beziehungsweise. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Vielleicht gehe ich jetzt auch erstmal runter und esse was, weil ich habe schon wieder Hunger. Das ist schlimm. Hey ihr Lieben, schönen Abend. Surprise, surprise, wir haben 10:50 und ich habe noch nicht angefangen, das hier zu schneiden. Ja, jetzt mal ehrlich, wen wundert es eigentlich? Aber ich bin selber so doof, dass ich das noch nicht angefangen habe. Aber ja, ich habe jetzt das Traumschiff und Kreuzfahrt ins Glück angeschaut. Es ging sogar um Pferde, also so viel zu meiner Verteidigung. Aber, keine Ahnung, ich hatte einfach mal richtig Lust, mal wieder was im Fernsehen anzuschauen und in die Ferne, weil es ist ja immer überall woanders und weil ich da ja sonst auch nicht hinkomme oder so, schaue ich das eigentlich relativ gerne an und jetzt habe ich das angeschaut und jetzt ist halt wieder fast 10:45 und deswegen muss ich jetzt dann langsam mal anfangen, aber ich denke mit einer halben, dreiviertel Stunde wird sie es getan haben, hoffe ich mal. Ich schaue dann halt jetzt nicht beim Download zu. Ich muss am Morgen sowieso aufstehen, da ich ja zum Reiten muss. Nee, ich gehe zum Reiten. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt gleich nochmal. Ey ihr Lieben, wir können uns alle freuen. Ich habe einen neuen Rekord und zwar 20 Minuten Video geschnitten nur und rübergeladen und so. Das ist mega schnell eigentlich. Von daher bin ich relativ froh, will nicht mehr lange rumschnacken, dass ich hier irgendwie mich wieder verspäte, weil ich meine, wenn ich so jetzt um 11:30, ja, wobei jetzt 11:30 ist jetzt schon durch, aber so 11:45 ins Bett komme, schon ziemlich nice. Da habe ich immerhin genügend Schlaf für eine Nacht. Ich hole zwar nichts auf, aber ich habe genügend Schlaf. Ja.
Morgen um 10:30 ist wieder Reiten, glaube ich, denke ich. Ich muss nochmal gleich nachschauen, dass ich mir den Wecker richtig stelle. Und ja, das war's dann eigentlich mit dem Video, würde ich sagen. Hier verlinke ich euch wie immer die Playlist und kostenlos abonnieren nicht vergessen. Da werde ich euch hier irgendwo den Kreis wie immer einblenden. Da könnt ihr draufklicken und mich kostenlos abonnieren. Außerdem würde ich mich sehr über eine Bewertung in Form von einem Daumen nach oben freuen. Und dann bis morgen um 10 Uhr. Tschüss!